Leute, herzlich willkommen. Aufhänger, Sonne Gaming und heute spielen wir mal wieder SnowRunner. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Wir lösen es mit Handbremse und starten das ganze Gefährt. Ja, ich muss mich jetzt mal wieder an diese Lenkung gewöhnen hier. Stimmt, muss er jetzt nee, M war das, ne? Ja, genau. Ich muss nämlich jetzt zum so Holzplanken holen. Warum wird das denn hier angezeigt? Holz. Das ist Stadtlager. Ne, irgendwo war tatsächlich. Hier, ich glaube, ich muss zum Sägewerk. Ne? Kann ich das? Hallo? Ja, Sägewerk ist doch Holz. Also, wäre dumm, wenn nicht. Ah ja, hier Holzberg. Zielort hinzufügen. So. Perfekt. Ist die Frage, wie man da hinkommt. Dann müssen wir einfach öfters am Dings gucken. Oh. Okay, jetzt habe ich irgendwie einen Schaden bekommen. Kann ich nicht auch in die Innen? Na egal. Also die Lenkung ist ein bisschen kacke, aber sonst eigentlich ganz nice. So, dann fahren wir nämlich. Ach Junge. Ich muss ja jetzt hier an der Seite bestimmen. So. Ja, geht drüber einmal. Oh, jetzt ist er dagegen gefahren. So. Tanken muss ich nicht. Nicht festfahren. Ja, komm raus hier. Mann, hab mich festgefroren. Draußen, das musst du einen geeigneten Punktstand finden, um sie daran zu befestigen. Ich probiere das Menü mit V. Werben. Fahrzeug in der Station drin. Annehmen. Aha, perfekt. So einfach kann's gehen. Ich glaube, man muss jetzt ein bisschen Geld dafür blechen. Holzbänken. Das Sägewerk scheint der ideale Ort zu sein, um die benötigten Holzflanken zu beschaffen. Worauf wartest du noch? Ach, ich dachte, hier ist Eisen. Aber ich fahre jetzt mal nicht auf diesen Matsch, weil sonst bleibe ich wieder hängen. Das hier ist, glaube ich. Ah doch, das sind Holzplanken. So, C, Holzplanken. F-Laden. So. Reicht schon, ich brauche ja nur zwei. Ah ne, ich brauche zwei.
So, jetzt reicht es. Und jetzt muss ich wieder zurück. So, dann muss ich aber jetzt mal kurz gucken, wie. Also ich bin jetzt hier. Das heißt, ich fahre jetzt hier raus. Warte, wo muss ich rausfahren? Hier. Warte, ich muss kurz die Orientierung hier finden. Ah, hier kommt man nicht raus, perfekt. Dann fahre ich hier raus. So. Ja, jetzt. So, jetzt müsste ich richtig sein. Ne? Ja, genau. Jetzt will ich hier lang, dann hier. Also einfach jetzt links gleich. Also hier muss ich links. Und dann einfach geradeaus und dann bin ich schon fast da. Warte, ich will nicht da reinfahren, sonst bleibe ich hängen. So. Okay, perfekt. So. Fahr mal hier so ein bisschen an der Seite. Aber ich finde, ehrlich gesagt, dieses Spiel ist schon geil. Auch wenn ich jetzt gerade mal nur so gespielt habe, aber es macht jetzt schon ein bisschen Bock, sage ich mal so. Klar, man fährt jetzt hier nur rum. Ich hätte natürlich auch jetzt ein andere Dings auswählen können, so mit Schnee, weil es heißt ja eigentlich SnowRunner. Dementsprechend müsste man ja auch im Schnee irgendwann fahren, glaube ich. Aber, ja. So. Ach ja. Da ist ja die Brücke schon. Nice, nice. Wow. Wieder Schaden, ey. Yes. Weg. Das einzige Blöde ist halt immer diese Lenkung. Dass der so gelingt. Sonst eigentlich ganz gut. So. Jetzt muss ich gleich hier links rein. Perfekt. Okay, da bin ich wieder. So. Einmal hier links rein. Ich das Orb. Frachtverwaltung entladen. Entladen. Nice! Habe ich die jetzt fertig? Naja, Fahrgang freigeschaltet. Sobald du genug Erfahrung sammelst, erhältst du einen neuen Fahrgang. Jeder neue Rang gewährt die neue Option bezüglich des Erwerbs von Fahrzeugen und Zusatzzeiten. Auch Missionen können bisweilen nur ab einem bestimmten Rang freigeschaltet werden. Drücke F4, um dein Fahrerprofil zu öffnen. Auftrag beenden. Ja. Fortschritt. Jeder erfüllte Auftrag bringt dir Geld und Erfahrungspunkte ein Stern. Jede Entdeckung Bewachtung bringt Erfahrung. Mit XP kannst du neue Fahrringer spielen, die zum Freischalten von neuen Fahrzeugen und Upgrades nötig sind. Dein Fortschritt kannst du im Profilmenü verfolgen. Die Brücke ist repariert. Gute Arbeit. Du hast die Brücke repariert und deinen ersten Auftrag
erfüllt. Die Stadt ist jetzt wieder mit der Region verbunden. Lass uns jetzt eine Werkstatt finden, die nun außer Charakter markiert ist. Mission, finde die Werkstatt. Okay, und das, Leute, seht ihr aber erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne liken, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.